Also nochmal ein herzliches Willkommen Ihnen allen heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus zu unserer Buchvorstellung mit Josef Kraus zum Thema 50 Jahre Umerziehung, die 68er und ihre Hinterlassenschaften. Natürlich begrüße ich auch ganz herzlich den Referenten selbst, der sich von Landshut aufgemacht hat hier nach Berlin, um hier heute Abend vor diesem erlesenen Kreis zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, Josef Kraus ist in diesen Hallen kein Unbekannter. Bereits 2017 konnten wir ihn hier begrüßen, als er sein Buch »Wie man eine Bildungsnation vor die Wand fährt« hier vorstellte. Und damals übrigens auch vor einem ähnlich ausverkauften, vollbesetzten Haus wie heute Abend. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Mit seinem neuen Buch »50 Jahre Umerziehung – Die 68er und ihre Hinterlassenschaften« wechselt Josef Kraus sein Thema nur scheinbar. Denn die größten Schäden, so unser Referent in seinem Buch, haben die 68er wohl im Bildungsbereich hinterlassen. Doch auch in vielen anderen Bereichen war und ist die 68er-Revolution, die 68er-Ideologie virulent. So zählt Josef Kraus die Political Correctness und auch die Gender-Theorie zu den Enkelideologien der 68er, die erfolgreich den Marsch durch die Definitionen angetreten hätten. Kurz noch zur Person. Josef Kraus war von 1995 bis 2015 Direktor eines bayerischen Gymnasiums und von 1987 bis 2017 ehrenamtlich Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und als solcher bekannt durch Presse, Funk und Fernsehen. Besonderen Wert legt er auf die Feststellung, dass er im Jahr 2018 gewürdigt wurde durch den Deutschen Sprachpreis. Dazu auch noch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Lieber Herr Kraus, dieser Applaus war schon der Ihre. Ich bin mit meinen kurzen Zeilen fertig. Ich heiße Sie nochmal herzlich willkommen und bitte Sie nun ums Wort. So was brauche ich erst ab 3 Stunden Redezeit. Na, warten wir mal. Ja, warten wir mal ab. Ja, lieber Herr Dr. Fenske, meine Damen und Herren, liebe Freunde aus dem konservativ-liberalen, abendländisch geprägten Spektrum. Habe ich damit alle erfasst? Wer fühlt sich nicht erfasst? Ich fühle mich außerordentlich geehrt, dass ich nach mittlerweile 14 Monaten, ist es erst her, schon wieder in diesen heiligen Hallen einen Vortrag halten darf. Und der Vortrag, den Titel haben Sie genannt, im November 2017 ist mir aus verschiedenen Gründen in bester Erinnerung. Erstens, weil die Bude auch wieder damals schon brechend voll war. Und zweitens, ich habe da mal ein bisschen spioniert, weil die Aufzeichnung der damaligen Veranstaltung und die Veröffentlichung bei YouTube mir etwa 30.000 Aufrufe eingebracht hat. Ich weiß nicht, das kann man nicht überprüfen, ob alle 30.000 den damaligen Vortrag, der war 70 Minuten lang, dann durchgehalten haben. Aber ein erheblicher Teil wird es doch geschafft haben, denn ich habe nicht zuletzt aufgrund dieses Videos, also dieses Vortrages bei Ihnen hier, eine ganze Menge an Einladungen bekommen, diesen Vortrag auch andernorts in anderen Gremien zu halten. Das Thema haben Sie genannt, Herr Dr. Fenske, das ich damals referiert habe, es war ein Buchtitel, es ist ein Buchtitel, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, mittlerweile in 4. Auflage erschienen, mittlerweile beschleichen mich etwas die Sorgen, ob ich diesen Titel wählen habe sollen. Denn mittlerweile habe ich den Eindruck, dass so viele deutsche Schulminister diesen Titel, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, als Gebrauchsanleitung verstehen. Aber darüber will ich heute im Kern nicht reden. Heute eben ein anderes Thema. Sie haben es gehört, Sie können es lesen. 50 Jahre Umerziehung, die 68er und ihre Hinterlassenschaften. Warum meinerseits dieses Thema? Warum meinerseits dieses Buch? Weil ich von schlechtem Gewissen gepeinigt bin und jetzt auf Konvertiteneiferer mache? Nein, gewiss nicht.
Ich war kein 68er, ich habe 69 Abitur gemacht in einer kleinen bayerischen Bischofsstadt. Und wir waren schon auch infiziert und haben Sit-ins gemacht in der 13. Klasse und Ho-Ho-Ho, Jimin gerufen und so weiter. Aber es war des Klamauks wegen. Und wir haben Dinge inszeniert, völlig unpolitisch, die ich später als Oberstudiendirektor eines Gymnasiums natürlich auch nicht hätte dulden können. Also das ist nicht der Grund, das schlechte Gewissen. Warum dieses Thema? Weil ich von den 68ern traumatisiert bin? Könnte man annehmen. Denn ich habe 68 erstmals erlebt in meinem Studium der Fächer Deutsch, Sportwissenschaften und Psychologie an einer eigentlich kreuzbraven Universität Würzburg. Und bereits im zweiten, dritten Semester, wenn es um irgendeinen x-beliebigen Romantiker ging, im Germanistik-Pro-Seminar, nur Lukacsche Literaturanalyse angesagt war. Marxistische Literaturanalyse. Und der ganze Literaturbetrieb, ja nur dazu ausgerichtet sei, die Leute zu sedieren, in Verstand zu vernebeln, damit sie vom kapitalistischen Scheißsystem noch besser ausgebeutet werden können. Das Gleiche habe ich übrigens im Sportstudium erlebt. Hätte man nie gedacht, dass das auch der Niederschlag findet, was die 68er sich da an wirrem Zeug ausgedacht haben. Leistungssport war sowieso immer schon igittigit, kapitalistisch. Und auch der Breitensport wurde verteufelt in unseren Pro-Seminaren in den Sportwissenschaften, weil auch der Breitensport ja nichts anderes zum Zweck hat, versuchte man uns damals einzutrichtern, als die Leute fit zu machen, damit sie vom kapitalistischen System noch besser ausgebeutet werden können. Also traumatische Spuren hat das bei mir nicht hinterlassen. Wenn, dann hätten die späteren öffentlichen Diskussionen, die ich 30 Jahre lang in 30 Talkshows, in x Veranstaltungen, auch auf der Plattform von Parteien mitbestritten habe, Spuren hinterlassen müssen. Wenn ich für ein leistungsorientiertes Schulsystem eingetreten bin und mir dann entgegengeschleudert wurde von roten oder von grünen Exponenten unserer bundesdeutschen Politik, ihr Einsatz für das Leistungsprinzip erinnert uns an Auschwitz-Rampe. Naja, gut, das habe ich hinter mir gelassen. Also, das waren nicht die Gründe für dieses Buch. Der Grund, warum ich im Herbst 2017 dieses Buch mir vorgenommen habe, war, dass ich Ende 2017 meinte, erkennen zu können, dass 2018 ein Jahr der Beweihräucherung und der Heiligsprechung der 68er kommt. Und so 80-90% des öffentlichen Diskurses in den Feuilletons, der Printmedien, in den Feuilletons, der Bildmedien haben mir dann auch recht gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, nein, da musst du deinen Beitrag leisten, weil mir diese Heiligsprechung der 68er gegen den Geist ging und immer noch geht. Und der andere Grund, warum ich dieses Thema aufgegriffen habe und ein Buch daraus gemacht habe, mittlerweile in zweiter Auflage auch vorhanden. Ich wollte damit einen Beitrag leisten gegen die historisierende Versiegelung der 68er. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass 68 eben keineswegs Geschichte ist. Im Gegenteil, dass 68 und hier ist, glaube ich, der Begriff, der gerade in dieser politischen Ecke, publizistischen Ecke gerne verwendet wird, zutreffend, weil 68 eine unglaublich nachhaltige Wirkung bis zum heutigen Tag und über den heutigen Tag hinaus entwickelt hat. Es ist angedeutet worden von Herrn Fenske, weil nicht nur der Marsch durch die Institutionen stattgefunden hat, gut, die sind mittlerweile in Rente, sondern vor allem der Marsch durch die Definitionen stattgefunden hat.
zum Thema. Die einen, das sind zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung die mehreren, sehen 68 als Befreiung, als Emanzipation, als Morgenröte, als Fundamentalliberalisierung. Ein Stichwort von Habermas. Heiligen Legenden, ich habe schon gesagt, Hagiografien sind daraus geworden. Andere, das sind leider die eher Schweigenden, sehen 68 als Geburtsstunde eines andauernden Kulturmarxismus, als Vorstufe dekadenter Entwicklungen, als Werteverfall und das darf man auch nicht übersehen, als Geburtsstunde des RAF-Terrorismus. Und wieder andere, das sind die eher psychologisch Gepolten, erkennen in 68 eine ödipale Problematik. Denn der antiautoritäre Affekt der 68er entsprang einem Ressentiment gegen die Väter. Er richtete sich gegen alles, was mit Autorität ausgestattet war. Polizei, Verwaltung, Lehrer, Staat. Oder vereinfacht gedacht, wer gegen Vater aufsteht, der ist auch bereit, gegen die herrschenden Umstände, gegen dieses Scheißsystem von Kapitalismus, gegen Unterdrückung anzutreten und aufzutreten. Das war die Denke in der Bundesrepublik. Für die DDR-Bürger fand 68 als etwas völlig anderes statt. Das sollte man wenigstens mit ein paar Sätzen rekapitulieren. Den DDR-Bürgern ging es nicht um Dutschke und Genossen, sondern um den Prager Frühling, der mit der Wahl von Alexander Dubček zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei am 5. Januar 68 begann und wenig später, keine 8 Monate später, doch rund 8 Monate später, mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes, Klammer auf, mit 500.000 Mann. NVA nicht mitgerechnet, die NVA war nicht beteiligt, die stand nur als Reserve im Erzgebirge. Am 21. August 68, das in Prag und andernorts mit Panzern niederwalzte. Will sagen, die Menschen zwischen Rügen und Erzgebirge blicken auf ein eigenes 68 zurück. Auf das dramatische Erlebnis, dass es doch keinen liberalisierten Sozialismus gibt. Und das, was Sie über Westfernsehen an Tumulten aus deutschen Universitäten berichtet bekamen, Mao-Transparente, das Verteilen der Mao-Bibel, Ho Chi Minh-Rufe und andere, ich komme noch auf andere zu sprechen, löste dort bei den DDR-Bürgern auf breiter Front nur Kopfschütteln und Befremden aus. Nun haben also die echten und die epigonalen 68er ihr 50. Dienstjubiläum gefeiert, mit viel Schulterklopfen. Und die Original 68er beziehen nun Renten und Pensionen, erwirtschaftet von einem System, von einer Gesellschaft, die es nach den Vorstellungen dieser 68er gar nicht geben dürfte. Wenn wir von 68 reden, dürfen wir nicht nur von 68 in Deutschland reden. Denn 68 war eine transnationale Revolte. Studentenproteste gab es in den USA, in Frankreich, in Italien, in Stockholm, in Liverpool, in Mexico City, Olympische Spiele. Da wurde für Ruhe gesorgt, 4 Wochen bevor die Jugend der Welt dort zu den Olympischen Spielen antrat, indem die Polizei auf dem Hochschulgelände 300 revoltierende Studenten erschoss und so weiter mehr. Also, sonderlich originell waren den 68ern in Deutschland, in der Bundesrepublik, nichts. Sie schmückten sich eigentlich mit fremden Federn. Sie waren Trittbrettfahrer oder bestenfalls Verstärker. Und was mir besonders auffällt, das ist eine meiner Diagnosen, die Vorbilder für die deutschen 68er kamen fast alle aus den USA. Fast durch die Bank wurde US-amerikanisches brav nachgeahmt,
wenngleich den 68ern alles Amerikanische in ihrem Anti-Amerikanismus zutiefst zuwider war. Nur als Stichworte: Vietnamkrieg, Pazifismusbewegung, Black Panther Party, Ermordung von Martin Luther King, mit Rassenunruhen und 39 Toten in US-amerikanischen Städten, die Hippie-Bewegung, Make Love Not War, das Musical Hair, Drogenexperimente, vor allem mit LSD, der psychedelischen Droge, Glycerksäure-Diethylamid. Man versprach sich, damals in Amerika und natürlich dann abgekupfert bei uns in Deutschland, Intelligenzanreicherung und Bewusstseinserweiterung. High sein, frei sein, hieß in Deutschland der Spruch. Frankreich habe ich erwähnt. Auch dort ein anderer Verlauf. Und andere Hintergründe. Am 3. Mai 68 besetzten Studenten Räume der Sorbonne. Als die Räume von der Polizei gewaltsam geräumt worden waren, gab es überall in Paris schwere Unruhen. Der Höhepunkt war der 23. Mai, an dem sich 10 Millionen Streikende, also man kann von einem Generalstreik sprechen, beteiligten. Erst die Ankündigung von Neuwahlen durch de Gaulle, der sich während dieser Tage in Baden-Baden verkrümelt hatte, erst die Ankündigung von Neuwahlen durch de Gaulle für den 30. Juni hat die Sache beruhigt. Und übrigens, de Gaulle hat diese Wahlen glänzend gewonnen. Das, was in Frankreich auch von der Unterstützung der Bevölkerung, der Arbeiterschaft stattgefunden hat, fand übrigens in Deutschland nicht statt. In Frankreich, Sie haben die Zahl gehört, 10 Millionen Streikende, die sich von Studenten dazu aufrufen ließen. Sowas gab es in Deutschland nicht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Untergliederungen haben eigentlich eher verächtlich, verachtend, missmutig auf die protestierenden Studenten heruntergeschaut, so nach dem Motto, die sollen doch erst mal arbeiten. Was war ein besonderes und typisches Motiv der 68er in Deutschland? Was waren sozusagen auch die Vorläufer für diese Entwicklung? Nun, eine große Rolle gespielt hat das Leiden der Linken an der Westbindung. Die 68er wollten oder meinten, eine ungebrochene Kontinuität Faschismus Bundesrepublik Deutschland feststellen zu können. Mit Vehemenz bauten sie das Klischee einer bleiernen Adenauerzeit auf, das von Altlinken übrigens heute noch nachgebetet wird. Gut, man beruft sich dabei auf zwei Altnazis, die es zu Ministerposten oder Staatssekretärposten, nämlich Theodor Oberländer und Hans Klopke, gebracht hatten, die aber dann zurücktreten mussten bzw. entlassen wurden. Ein Dorn im Auge, die Westbindung, also der Beitritt der NATO, zur NATO, die Gründung der Bundesrepublik, der Beitritt zur NATO 55, die Gründung der Bundeswehr 1956. Bei all dem darf man nicht übersehen, wenn immer wieder behauptet wird, mit 68 habe die Liberalisierung und Demokratisierung der Republik angefangen, dass 1968 keineswegs das Jahr 0 oder 1 der deutschen Demokratie war. Das schreibt selbst einer, dem Sie wahrscheinlich auch nicht in jeder These zustimmen, wie Heinrich August Winkler 2016. Mit dem Satz, Liberalisierungen begannen lange vor 68. Und tatsächlich hat sich im westlichen Staat Deutschlands in den 50er und 60er Jahren sehr vieles getan. Das sollte man zur Ehrenrettung dieser angeblich bleiernen Adenauer Zeit doch mal wieder in Erinnerung rufen. 1954 war eine große Strafrechtsreform eingeleitet worden. Die Kriterien Schuld und Strafe wurden ergänzt bzw. ersetzt durch die Prinzipien Resozialisierung und Reintegration. Die Strafbarkeit der Homosexualität wurde de facto aufgehoben, auch wenn ihre endgültige Entkriminalisierung erst 1969 stattfand. 1958 folgte ein Gleichstellungsgesetz und damit das Ende des Alleinvertretungsanspruchs und Rechts des Ehemanns. Zuvor hatten Ehefrauen für einen Arbeitsvertrag zum Beispiel oder für das Errichten eines Kontos die Genehmigung des Ehemannes gebraucht.
Gut, dass bei Ihnen jetzt nicht der Zwischenruf kam, den ich bei ähnlichen Veranstaltungen erlebt habe. Das waren aber noch Zeiten. Nein. All dies, ernsthaft wieder, all dies wurde vor 68 in die Wege geleitet. Und lange vor 68 war es zu symbolträchtigen Aussöhnungen gekommen. Mit Frankreich. Kulturabkommen, Élysée-Vertrag. Mit Israel. Erste Begegnung von Adenauer mit Ben-Gurion. Wiedergutmachungszahlungen, Aufnahme von diplomatischen Beziehungen. Und rund 10 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik hatte offiziell die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit begonnen. Das nie wieder der 68er war natürlich berechtigt, aber die 68er hinkten hinterher. Seit 1960, auch das gehört mit zur Adenauer-Zeit, waren Hunderte von Staatsanwälten, Kriminalbeamten und Richtern mit der Aufklärung von NS-Verbrechen beschäftigt. Ab 63, 64 folgten NS-Kriegsverbrecherprozesse, zum Beispiel, das ist wohl der bekannteste, 68 dann im Zuge von mehr als 2000 Ermittlungsverfahren auch der erste, zweite und dritte Frankfurter Auschwitz-Prozess, der mit Urteilen, lebenslänglich Urteilen für Aufseher endete. Wutobjekte der 68er waren natürlich die Atombombe, das leichtfertige Gerede eines damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß, der laut nachgedacht hat über eine Bewaffnung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Aufreger für die 68er war die Gründung der NPD und deren vorübergehender Erfolg. Bei der Wahl zum Bundestag 1965 erreichte die NPD zwar nur 2,0% und übrigens dann bei der Wahl 1969 nur 4,3%. Aber dazwischen war die NPD ab 1966 eingezogen in die Landesparlamente von Hessen, Bayern, Bremen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und das war der Spitzenwert der NPD bei der Landtagswahl mit 9,8% in Baden-Württemberg. Da gab es die Notstandsgesetze als Reizthema, dann gab es den Sechstagekrieg als Reizthema vom Juni 1967, dann gab es natürlich das Hass- und Wutobjekt Springer. Ja, glaube ich, muss ich im Einzelnen nicht deutlich machen, nur vielleicht die Titelseite der Bild-Zeitung vom 7. Februar 1968, wo gefordert wurde, in den großen Buchstaben, die typisch sind für diese Zeitung, stoppt den Terror der Jungroten jetzt. Und dann war natürlich ein besonderer Auslöser der Revolte der 2. Juni 1967, weswegen ja manche eher von den 67ern sprechen als von den 68ern. An diesem Tag eskalierten die Proteste vor der Berliner Oper. Was war geschehen? Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern. Das persische Staatsoberhaupt Reza Pahlavi besuchte mit Bundespräsident Hermann Lübke die Zauberflöte. Es gab Proteste vor dem Theater. Und durch einen Schuss, den der Westberliner Polizist Karl-Heinz Kurras abgab, wurde der 26-jährige Benno Ohnesorg getötet. Es war klar, wie das interpretiert wurde. Es war ein Mord dieses faschistischen Polizeistaates an Benno Ohnesorg. Erst 2009 hat sich durch Öffnung der entsprechenden Stasi-Akten herausgestellt, dass dieser Polizist, der mittlerweile auch lange nicht mehr lebt, Karl-Heinz Kurras, Stasi-Mitarbeiter war. Nun, es gab viele ultralinke Umtriebe parallel und um die 68er herum. Die Gründung der Deutschen Kommunistischen Partei, die übrigens beste Kontakte zur DDR pflegte. Auch das ist ein Geschichtskapitel, das man nicht versiegeln sollte. Zum Beispiel griff die DDR im Frühjahr 69 in West-Berlin mit 17 informellen Mitarbeitern in die Arbeit der APO, der außerparlamentarischen Opposition, ein. Die DKP bekam bis hinein in die 1980er Jahre aus der DDR hohe
zweistellige Millionenbeträge. Nicht an Ostmark, sondern an D-Mark. Die DDR gewährte 10 RAF-Terroristen Unterschlupf. Und es fiel natürlich aufgrund dieser Umtriebigkeit der Linksfront der DDR gar nicht schwer, in Westdeutschland informelle Mitarbeiter zu finden. Und das spektakulärste Datum, was die Einflussnahme der DDR betrifft, war ja dann wohl der 27. April 1972, das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Brandt. Sie erinnern sich vielleicht, die Älteren unter Ihnen. Zwei Abgeordnete, ein CDU-Abgeordneter und ein CSU-Abgeordneter, verweigerten Barzel die Stimme. Erst später wurde bekannt, dass sie mit 50.000 D-Mark bestochen worden waren. Die Geschichte der Bundesrepublik wäre vielleicht ein bisschen anders gelaufen, aber das ist reine Spekulation. Was in Erinnerung geblieben ist, das war das eher kabarettistische, karnevalistische, aber wenn man nur das in Erinnerung behält, dann würde man dieser Zeit und der Brisanz nicht gerecht. Natürlich herrschten Aktionismus und Anarchismus. Universitäten, die auf den Kopf gestellt wurden, allen voran natürlich in West-Berlin, in Göttingen, in Frankfurt. Man wollte seitens der linken Studentenschaft repressionsfreie Seminare, Abschaffung von Vorlesungen, Abschaffung von Leistungsscheinen, keine Prüfungen mehr. Es folgten nicht nur Sit-ins, Go-ins, Teach-ins, Happenings, sondern auch Shit-ins und Piss-ins. Alles verbürgt. Und die Sponti-Sprüche, ja gut, die man heute gerne zitiert, die aber bagatellisierend wirken, die durch die Universitäten dröhnten oder auf Plakaten zu lesen waren, bekamen Kultstatus. Trau keinem über 30. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren hat mein Verlag ja auch als Titelbild gewählt. Nicht ganz passend zu 68, denn dieses Transparent wurde 67 an der Universität Hamburg entrollt. Aber dann auch Sprüche wie Hoho Ho Chi Minh habe ich schon genannt, Hoho Ho, Bender in den Zoo, der damalige Bundesinnenminister, Ha Ho He, Barzel in die Spree, dann natürlich das Buchstabenspiel USA SASS, dann mit Blick, ich habe es erwähnt, auf Drogen, Morgensen, Joint und der Tag ist dein Freund, hat du Haschisch in den Taschen, hat du immer was zu naschen, high sein, frei sein, ein bisschen Terror muss dabei sein. Wer nur das in Erinnerung hält, ich sage es noch einmal, der bagatellisiert, was da los war. Und deshalb sage ich an der Stelle, es waren Teile der 68er, beileibe nicht alle, die sich durch eine ausgeprägte Gewaltaffinität auszeichneten, auch mit dieser seltsamen Unterscheidung daherkamen, Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen, was ja auch schon ein Stück Bagatellisierung ist. Aber man muss schon auch sagen, dass ein direkter Weg von den 68ern zur 1970 gegründeten Roten Armee-Fraktion führte. Ohne die 68er ist RAF nicht denkbar. Und sind ihre späteren realen Morde nicht denkbar? Es waren über 30. Es waren über 30. Buback, Ponto, Schleier, Zimmermann, Beckkurz, von Braunmühl, Herrhausen, Rohwetter als das letzte Opfer, sowie 25 Polizisten, Soldaten und Chauffeure. Aber jetzt mal weg von der reinen Chronologie, punktuell da und dort hineinleuchtend. Was einer näheren Analyse bedürfte, auch heute noch bedürfte, weil wir leider wieder von Seiten des konservativ-liberalen Spektrums zu wenig in der Lage und bereit sind und willens sind, Ideologiekritik zu betreiben. Diese 68er haben natürlich ihre Urväter gehabt, die zum Teil heute noch wirken. Ich meine jetzt nicht unbedingt Che Guevara, Ho Chi Minh, Castro, Mao.
Oder dass man damals, 1968, 69, an den kambodschanischen Massenmörder Pol Pot, der nahezu 2 Millionen Menschen auf dem Gewissen hatte, seitens der APO und der linksdominierten ASTA Glückwunschschreiben und Telegramme zum Geburtstag schickte. Das meine ich mal noch gar nicht. Sondern ich will wenigstens punktuell noch weiter zurückgehen. Natürlich sind die Urväter, ich verorte sie so, irgendwo zu finden bei Rousseau, bei den Jakobinen. Bei Rousseau mit seinem Egalitätsdogma, bei Rousseau mit seinem Dogma vom edlen Wilden, ohne dass ich jetzt Parallelen herstellen möchte zum Herbst 2015. Und vor allem natürlich dann Marcuse und nochmals Marcuse und nochmals Marcuse, mehr als Adorno beispielsweise. Seine Schriftenversuch über die Befreiung, der eindimensionale Mensch oder Triebstruktur und Gesellschaft. Seine Theorie der oder Ideologie der repressiven Toleranz. Oder sein Anspruch, dass es ein Naturrecht auf Widerstand gebe. Oder seine Ideologie und seine Zielsetzung befreiter Sexualität, die man bei den 68ern übrigens gar nicht so sehr frauenfreundlich übernommen hat mit dem Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Ist damals niemandem aufgefallen, dass das alles andere als emanzipatorisch ist. Und dann natürlich die Frankfurter Schule. Da muss man schon auch, gut, Habermas hat noch nicht die große Rolle gespielt, Adorno erwähnen, ja, mit seinen Minima Moralia, mit seinem Kernsatz, es gibt kein richtiges Leben in Falschen, oder mit seinem Aufsatz, seiner Rede, Erziehung nach Auschwitz. Und Kern dieser Theoriegebäude war natürlich etwas, was die damals im Exil befindlichen Vertreter der Frankfurter Schule aus den Vereinigten Staaten mitbrachten. Nämlich die Behauptung, dass der markanteste Identitätsfaktor der Deutschen ihre historische Schuld ist. Und die es als ihre Aufgabe als Frankfurter Schule ansahen, den Deutschen das Deutschsein auszutreiben, so wie es ja übrigens das Anliegen der von den Alliierten, Westalliierten inszenierten Re-Education war. Und bei dieser Bewegung, bei diesem Ansatz wiederum, er sei mal zumindest erwähnt, spielte als Ideengeber ja der US-amerikanische Pädagoge und Philosoph John Dewey eine große Rolle mit seiner Schrift, ist gar nicht sehr umfangreich, Taschenbuchformat, mit dem Titel Deutsche Philosophie und Deutsche Politik. Die Grundthese dieses Buches lautet, jetzt sehr verkürzt gesagt, finanziert übrigens dieses Buch von der Rockefeller Stiftung, dass es von Luther beginnend über Kant, die Romantiker, den deutschen Idealismus bis hin zu Hitler eine nachweisbare ideologische Spur gibt. Und dass deshalb eben Re-Education angesagt war, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan, die als Ziele angesagt waren die 4D, Denazifizierung, Demilitarisierung, Dekartellisierung, Demokratisierung. In Deutschland von linken Kräften bereitwillig übernommen, von der Frankfurter Schule, die ja aus Amerika zurückkam 1951, Horkheimer, Adorno, und auch von evangelischen Christen wie Niemöller und Gollwitzer. Kaspar von Schrenck-Notzing nannte diese Art von Manipulation des Volkes ja in einem wiederholt aufgelegten, immer noch lesenswerten Buch Charakterwäsche. Das ist Historie. Was ist geblieben? Wie gesagt, der lange Marsch durch die Institutionen, der lange Marsch durch die Definitionen. Die Political Correctness. Bezeichneterweise auch eine Bewegung, die aus den US-amerikanischen Universitäten kommt. Hat bei uns Platz gegriffen. Sprach- und Denkdiktate sind daraus geworden. Wobei der Zweck der Political Correctness natürlich klar ist, es geht um die Eliminierung bestimmter sogenannter rechter Vorstellungen, wobei als rechts alles definiert wird,
was nicht der eigenen Vorstellung entspricht, oder jetzt könnte ich ein bisschen flapsig sagen, was einen Millimeter rechts von Merkel steht. Die Schweigespirale tut ein Übriges. Man neigt dazu, nichts zu sagen. Wenn man annimmt, dass man sich damit außerhalb des Mainstreams der Political Correctness stellt. Und die Folge ist, dass sich veröffentlichte Meinung von öffentlicher Meinung entfernt hat und qua Schweigespirale durchsetzt. Und tatsächlich geht es in der Öffentlichkeit, im Beruf, in der Politik, häufig auch im Bekanntenkreis, um die Verwendung von entsprechenden politisch korrekten Hui-Begriffen. Aus Flüchtlingen wurden schutzsuchende Schutzbefohlene. Alle zusammen haben als Bereicherung zu gelten. Willkommenskultur und No Borders sind angesagt. Soziale Brennpunktgegenden, mal weg vom Thema Migranten, soziale Brennpunktgegenden werden umdefiniert zu Gebieten mit erhöhtem Aufmerksamkeitsbedarf. Und in Hamburg werden, da ja sonst angeblich rassistisch, aus Schwarzfahrern Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis. Politische Korrektheit. Den ganzen Abend könnte ich mit solchen Beispielen füllen. Die zweite Enkelideologie, die Gender-Ideologie. Da will ich ein bisschen länger verweilen, weil ich immer wieder bei meinen vielen Veranstaltungen erlebe, dass, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, gutgläubige, naive Leute immer noch meinen, Gender habe irgendetwas mit Gleichberechtigung der Frau zu tun. Nein, hat es nicht. Deshalb folgender Gedankengang. Die Strukturen, der Begriff kommt ja bei den 68ern immer wieder vor, Strukturen seien schuld daran, weshalb man gerne ja auch von struktureller Gewalt spricht, die zu zerstören sei. Und eine dieser Strukturen ist für die 68er und ihre Epigonen die monogame bürgerliche Ehe. Ganz im Sinne von Karl Marx, der ja auch die Familie zum Fossil erklärt hat und zum Hort des Reaktionären erklärt hat. Auch diese Struktur galt es und gilt es zu zertrümmern. Und mit der Gender-Ideologie wird die Ehe zwischen Mann und Frau generell in Frage gestellt. Denn, so wird behauptet, die Einteilung nach Mann-Frau sei willkürlich und mit Gewalt erzwungen. Deshalb spricht man auch von heteronormativer Gewalt. Heteronormativer Gewalt und Zwangsheterosexualität. Was steckt dahinter? Gender ist im Englischen der Begriff für das soziale Geschlecht, im Gegensatz zum Begriff Sex für das biologische Geschlecht. Während letzteres, also das biologische Geschlecht, genetisch angelegt beziehungsweise allenfalls chirurgisch oder hormonell künstlich veränderbar ist, muss man sich, Mann-Frau, denken Sie sich bitte jetzt mit, Gender als soziales Produkt vorstellen, entsprechend der Aussage von Simone Beauvoir, der Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. In der Sprache des Konstruktivismus bzw. Dekonstruktivismus ist Gender also ein soziales Konstrukt, das aufgebaut oder eben gesprengt werden kann. Ja, mehr noch, nach der Gender-Ideologie gibt es keinen kausalen Zusammenhang von biologischem und sozialem Geschlecht. Also weg mit diesem Repressionssystem. Nun, die Schaffung eines solchen Gender-Menschen ist inzwischen auch in Deutschland Politik. Nicht nur bei den Linken. Manche nennen das einen Pink- oder Rosa-Sozialismus. Und die Bundesregierung steht da nicht zurück. Jedes Jahr einen hohen zweistelligen Millionenbetrag vergendert sie jedes Jahr. An vorderster Stelle natürlich bestimmte Ministerien, die die SPD besetzt. Ich will ein paar Beispiele nennen, wie Gender auch bei uns in Deutschland Fuß gefasst hat. Genderlinguistik. Der Gipfel übrigens, das nehme ich vorweg, dass sich mittlerweile seit Monaten
und 2-3 Jahren der Rat für deutsche Rechtschreibung den Kopf zerbricht, ob man nicht das Gender-Sternchen zulassen soll. Bürger-Sternchen innen. Damit man nicht aufwendig Bürgerinnen und Bürger sagen muss, obwohl in allen indogermanischen Sprachen der Plural ja, ein geschlechtsneutraler ist, ein generischer, ein gelehrisches Maskulinum ist. Der Mensch darf natürlich auch nicht sein, selbst wenn es die Menschheit gibt. Mann, jemand, niemand dürfen ebenfalls nicht mehr sein, weil diese Wörter männlichen Ursprungs und Ausdruck eines, es kommt wieder so ein Protzbegriff, Ausdruck eines patriarchalischen Androzentrismus seien, den es zu entpatrifizieren gelte. Es sind Damen und Herren in Deutschland mit Professorentitel, die damit promovieren und habilitieren. Die Dekonstruktion klassischer Geschlechterbilder findet also sprachlich statt. Orwell lässt grüßen. In der Folge werden Maskulina durch Feminina ersetzt, BürgerInnen mit dem großen I, Fußgängerinnen, und zwar ohne Rücksicht darauf, was ich gesagt habe, dass das Genus Collectivum in allen indogermanischen Sprachen immer beide Geschlechter zugleich meint. Außerdem gibt es eine Flut an Partizipialkonstruktionen, um diesen patriarchalischen Androzentrismus wegzubringen. Aus dem Bäckerhandwerk wird das backende Handwerk, aus der Fußgängerbrücke wird die fußgehende Brücke. Und dann gibt es seit Ende 2017 mittlerweile sogar einen Duden mit dem Titel Richtig gendern, wie sie angemessen und verständlich schreiben. Und damit Sie sich jetzt gar nicht mehr einkriegen, noch eine Zahl, 3 Zahlen. Wir haben in Deutschland ungefähr 120 Professuren für alte Sprachen. Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, also unsere kulturellen und sprachlichen Wurzeln, 120. Wir haben 190 Professuren für Pharmakologie, nicht ganz unbedeutend. Und wir haben mittlerweile 220 Professuren für Genderforschung. Die Schweden machen das schön mit, die Engländer machen das schön mit. Lichtblicke gibt es in Norwegen und in Ungarn. In Norwegen hat man der Genderforschung die staatlichen Gelder gestrichen und Orban hat es auch gemacht. Und Macron hat, das hatte er schon im Wahlkampf angekündigt und er hat es dann verkünden lassen durch seinen Premierminister Philippe vor rund einem Jahr, er hat diese gegenderte Schreibweise für alle Behörden untersagt. Genderlinguistik, Gendererziehung, meine Damen und Herren. Und da muss ich jetzt dem Veranstaltungsort Berlin gehorchend Berliner Beispiele bringen. Ein aktuelles Beispiel. Seit 2017 gibt es für Berlins Kitas, also es geht um 3-, 4-, 5-, 6-Jährige, eine 140 Seiten starke amtliche Handreichung mit dem Titel Murat spielt Prinzessin, Alex hat 2 Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Können Sie im Internet nachlesen. Der Untertitel verrät, wohin es geht. Untertitel: Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher Inklusionspädagogik. Er stellt übrigens von der Schulsenatorin zusammen mit der Organisation Queer Format. Also diesen LSBTTIB. Oh, ich kriege die Abkürzung gar nicht hin. Dann folgen die Kapitel. Geschlechtervielfalt, Doppelpunkt, von der Zweigeschlechtlichkeit zur Vervielfältigung von Geschlecht. Kita. Papi, Papa und ich. Zur Situation von Kindern aus Regenbogenfamilien. Ich bin nicht Emil, ich bin Charlotte. Im Vorwort zur Handreichung, nochmal für Kitas heißt es, in vielen Kitas gibt es einen Murat, der gerne Prinzessin spielt, eine Alexandra, die bei lesbischen, schwulen oder transgeschlechtlichen Eltern zu Hause ist oder einen Ben, der nicht länger Sophie heißen möchte. Mit dieser Handreichung, ich bin immer noch beim Zitieren, wollen wir dazu beitragen, Sie, die Erzieherinnen, als Fachkräfte sachlich zu informieren und Ihnen Empfehlungen für ein inklusives pädagogisches Handeln im Umgang mit Geschlechtervielfalt und Familienvielfalt an die Hand zu geben. Zitat Ende.
Apropos, jetzt mal ein bisschen so polemisch, apropos Murat. Was wohl seine türkischen Eltern davon halten? Aber es ist ein Kulturkampf. Ja? Und die Bundestagsentscheidung, die ja mit viel Konfetti von einer Fraktion gefeiert wurde, ist ein Ergebnis davon. Und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Personenstandsrecht ist auch ein Ergebnis davon. Dass das Grundgesetz Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates und Erziehung ausdrücklich als Recht der Eltern benennt, scheint nicht mehr zu gelten. Enkelgenerationen, epigonale Entwicklungen. Ich sehe schon, ich muss ein bisschen beschleunigen, ich nenne nur ein paar so Stichworte noch, weil es auf ein paar andere Dinge noch ankommt. Eine Enkelgeneration der 68er ist der linke, ich nenne ihn infantil hypermoralisierende Humanitarismus, der nun im Sommer 2015 mit einer rechtlich fragwürdigen Entscheidung einer Bundeskanzlerin Deutschland erneut auf einen Sonderweg gebracht hat. Es gab keine Grenzen mehr. Der britische Politologe Anthony Cleese traf den Nagel auf den Kopf, als er Deutschland damals als Hippie-Staat bezeichnete, der sich nur von Gefühlen lenken lasse. Aber, und jetzt sind wir wieder bei den Denk- und Sprachregeln der Political Correctness, man sah Deutschland offiziell reich beschenkt und merkte nicht, dass die Aufnahme von Hunderttausenden angeblicher Fachkräfte ja eigentlich eine Art Kolonialismus 2.0 ist. Denn die, die es hierher geschafft haben, die würden in ihren Herkunftsländern wahrscheinlich sehr gebraucht. Oder jetzt mal noch ein bisschen polemischer zugespitzt. Aus Afghanistan kommen junge Leute, die dort eigentlich ihr Land verteidigen könnten, und wir schicken unsere dorthin, um die Taliban zurückzudrängen. Da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Markus Fahlefeld nennt diese Blauäugigkeit eine moralische Generalmobilmachung. Er schreibt, endlich konnten die Deutschen beweisen, dass sie den Nationalsozialismus restlos überwunden hatten. Und Fahlefeld weiter, die Hinnahme von religiösem Fanatismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Clanstrukturen, hoher Gewaltbereitschaft und edukativer Indifferenz hat dieses Deutschland als Bereicherung zu empfinden. Punkt. Die Beispiele muss ich Ihnen nicht nennen. Beginnen von Kölner Domplatte über zuletzt Amberg und Bremen. Und dann natürlich auch eine Folge von 68er Ideologie. Dieser biedere Pazifismus, der unsere Bundeswehr mittlerweile, was Kampfkraft betrifft, jetzt spitze ich wieder sehr zu, auf das Niveau der Schweizer Garde gebracht hat. Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt nicht verliere, weil ich im Moment ein Buch schreibe über das Thema Bundeswehr zwischen Elite, Truppe und Intensivstation. Der erst vor kurzem ernannte Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, hat durch sage und schreibe letzte Woche gesagt, die Bundeswehr wird voll einsatzfähig wieder sein im Jahr 2031. 2031. Von den U-Booten fährt im Moment keines. Es wurden 4 Fregatten gekauft. Die erste Fregatte, neu gebaut, wird Ende 2019 geliefert. Es gibt kein Personal dafür. Weil man vergessen hat, die auszubilden. Beziehungsweise, weil man die vielen Millionen, die diese Ausbildung kostet, natürlich verschleiern wollte. Zum Erhalt der Fluglizenzen von Bundeswehr-Hubschrauberpiloten hat die Bundeswehr beim ADAC 6.500 Flugstunden für 12 Millionen Euro angemietet. Das ist die Bundeswehr. Und wenn sich die Bundeswehr am NATO-Nordmanöver kürzlich nördlich von Norwegen beteiligt mit 8.000 Soldaten, dann müssen die Gerätschaften
aus allen Standorten der Republik zusammengeklaut werden und geklaubt und geklaut werden, damit diese 8000 sich einigermaßen sehen lassen können. Nein, es ist schrecklich, was hier geschieht. Auch eine Folge von 68. Über die pädagogischen Hinterlassenschaft, da will ich mich jetzt gar nicht so lange aufhalten. Ja? Wir sind keine Bildungsnation mehr. Und wir sind auch keine Bildungsrepublik. Die Merkel 2009 bei einem Bildungsgipfel, der so ein Maulwurf-Hügelchen war, angesagt hat. Bildungspolitik in Deutschland pendelt nur noch hin und her zwischen Dichtung und Wahrheit. Wahrheit will man nicht wahrhaben. Alles ist Dichtung. Die Abiturientenquote steigt noch und noch. Die Noten werden immer besser. In Berlin hat sich die Zahl der 1,0 Abiturzeugnisse in den letzten 15 Jahren vervierzehnfacht. Qualität und Quote verhalten sich mittlerweile in Deutschland reziprok. Ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Man will Quote und man erreicht sie nur durch Absenkung von Ansprüchen. Dabei hat sich der Grundwortschatz unserer 10-Jährigen schulisch vorgegeben dramatisch reduziert. Die Zahl der Rechtschreibfehler, die 10- und 16-Jährige machen, im Vergleich zu 1972, hat sich um 70-80% erhöht, trotz oder vielleicht auch wegen der Rechtschreibreform. 70-80% der 16-Jährigen wissen, geprägt von einem historischen Analphabetismus, nichts anzufangen mit Daten wie 13. August, 17. Juni, 9. November und so weiter mehr. Hauptsache, die Quote stimmt. Vollender. Ich habe ein paar genannt. Die geborenen Erben und Vollender von 68 wären ja eigentlich die Sozialdemokraten. Aber als Epigonen der 68er taugen sie kaum. Das wechselseitige Fremdeln zwischen der SPD und den 68er Linken begann ja damit, dass die SPD die echten Linken mit dem Godesberger Programm 1959 vor den Kopf stieß. Und wenn die SPD heute, aber das scheint sich bis zu ihrer Vorsitzenden noch nicht rumgesprochen zu haben, wenn die SPD heute auf links, auf Multikulti, auf Gender, auf politisch korrekt und so weiter macht, dann begeht sie einen kardinalen Fehler. Zumal die CDU mit einem diffusen Sozialdemokratismus die Stelle der SPD längst eingenommen hat und AfD sowie FDP Teile der CDU-Wählerschaft übernahmen. Die SPD-Wählerschaft diffundiert auch deshalb mehr und mehr in Richtung Grüne, soweit akademisch gebildet, beziehungsweise in Richtung Linkspartei oder AfD, soweit Arbeiterschicht, wenn man diesen Begriff überhaupt noch verwenden darf. Also im Grunde genommen finden in der Parteienlandschaft keine Umstrukturierungen, sondern Umetikettierungen statt. Hops geht dabei die SPD. Denn sie hat sich dem Humanitarismus eines wohlhabenden grünen Bürgertums verschrieben und damit von den Sorgen und Nöten ihrer ureigenen Klientel den Mann von der Straße entfernt. Oder wie kürzlich einer kommentierend gesagt hat, die SPD bietet Lösungen für Probleme, die der kleine Mann gar nicht hat. Also wer sind heutzutage die Lord-Siegel-Bewahrer der Grünen? Entschuldigung, der SPD, natürlich die Grünen. Bei allen konservativen Impulsen, die sie in Fragen der Umwelt einbrachten, sind sie es aber. Schön ausgestattet mit bürgerlichem Habitus, gut menschlich daherkommend und argumentierend, gut lebend in ihrer gentrifizierten Latte Macchiato-Blase zwischen Gendarmenmarkt und Prenzlauer Berg. Andere Grüne will man nicht haben. Realos und kommunalpolitische Praktiker wie der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, aber haben in ihrer Partei einen schweren Stand. Belegt wird Palmer dafür von grünen Parteifreunden mit dem Titel
Sarrazin der Grünen. Bloß weil er darauf hinweist, dass die Kommunen außer Rand und Band geraten, nach wie vor, was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft. Jedenfalls sind die Grünen von allen Söhnen, Töchtern und Enkeln der 68er diejenigen, die 68 am intensivsten internalisiert haben. Und sie haben viel erreicht. Sie haben viel erreicht. Die de facto Abschaffung der Wehrpflicht und damit irgendwann die de facto Abschaffung der Bundeswehr. Den Ausstieg aus der Atomkraft, die multikulturelle Gesellschaft, das Gender Mainstreaming, die Ehe für alle. Das ist doch eine tolle Erfolgsbilanz, die sie hatten. Auch wegen Merkel. Sodass ich manchmal dazu neige zu sagen, ja gut, Merkel hat eine andere Biografie bis 1989, 90 gehabt. Sie konnte keine 68erin sein. Aber vielleicht hat sie doch ein Stück an sich von Quereinsteigerin und Vollenderin von 68. Und dann natürlich die Medien. Dieter Stein ausgenommen, der ja da mutig gegen den Strom schwimmt und meines Wissens das einzige namhafte Printorgan in Deutschland verlegt, das Zuwachsraten hat. Wenn ich mir diese Zahlen vom IVA oder wie heißt das ja, immer mal wieder anschaue. Nein, Medien, ein paar Sätze dazu. Und das ist mit ein Kernproblem des Klimas in unserem Lande. Der Mainzer Kommunikationswissenschaftler Hans-Matthias Kepplinger stellte wiederholt fest, jetzt erst wieder vor 1,5 Jahren, dass das journalistische Lager ganz weit links verortet ist. Und dass ungefähr 70% eine Affinität, 70% der Journalisten, eine Affinität zu Grünen oder SPD zum Ausdruck bringen. Lediglich 17% in Richtung Union oder FDP. Will sagen, die Linken bzw. die 68er und die von ihnen geprägten Nachfolger beherrschen die Szene der Meinungsindustrie. Und wie wir jetzt kürzlich ja wieder gesehen haben, sie hängen sich ja ein Orden nach dem anderen an. Ja. Will jetzt nicht auf die Spiegelgeschichte eingehen. Das ist kein Einzelfall. Der hat so geschrieben, weil es die Spiegelredaktion so wollte und weil es diese Gesellschaft und weil es der Spiegelleser so wollte. Ja. Und wenn sich dann ein Obermoralist, Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, hinstellt und in die Kamera von ARD Tagesschau sagt, das ist ein Einzelfall, dann hat er ein schlechtes Gedächtnis. War er auch ein Einzelfall, als er ein Abendessen mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Voskuhle erfunden hat? Darüber hat er eine Reportage geschrieben. Aber da redet man nicht mehr drüber, weil ja das Presseamt des BVG in Karlsruhe in einer Presseerklärung festgestellt hat, es gab nie ein Abendessen von Brandl mit Voskuhle. Aber er stellt sich hin, das sei ein Einzelfall, der nicht instrumentalisiert werden dürfte. Naja, gut, da fällt mir der alte Wiener Grandler ein. Solche moralische Entrüstung und Ereiferung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen. Auf dem linken Auge blind. Sie können das bis zum heutigen Tag verfolgen. Oder eine der größten Studien in diesem Zusammenhang hat die Hamburg Media School gemacht. Die hat 34.000 Presseberichte zum Thema Flüchtlingsflut, Flüchtlingskatastrophe ausgewertet. Ergebnis? 82% innerhalb Deutschlands, 82% der Berichte waren affirmativ, 12% rein berichtend und nur 6% problematisierend. Also dieser schöne, ich halte ihn immer noch für wichtig, dieser schöne alte Grundsatz eines großen Journalisten namens Hans Joachim Friedrich, 1995 relativ früh verstorben, scheint nicht mehr zu gelten,
Distanz halten, muss der Journalist. Sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Naja, es bliebe noch etwas zu sagen über das eigenartige Verhältnis der Linken zum Islam. Es bliebe noch etwas zu sagen über das eigenartige Verhältnis der Linken zur Nation, über die Nationalallergiker, die höchste Staatsämter errungen haben, als Vizepräsidentin des Bundestages, aber hinter Transparenten herlaufen wie Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Aber gut, ein Ergebnis von Re-Education. Typisch deutsch ist, nicht deutsch sein zu wollen und an der Wiedervereinigung zu leiden. Aber dennoch ein paar Sätze noch. Da habe ich auch mit Michael Wolfson darüber diskutiert, der mein Buch im Münchner Presseclub vorgestellt hat, bei einer sehr schönen Veranstaltung, die allerdings ignoriert wurde von der großen Presse, Münchner Merkur, Süddeutsche Zeitung, Bayerischer Rundfunk, Bayerisches Fernsehen, wollte das nicht hören und sehen. Es ist ein seltsames Verhältnis der Linken zum Islam. So richtig erwärmen konnten sich die Linken für den Islam ja eigentlich nicht, soweit sie den Islam als Religion wahrnehmen müssten. Und da spielt sicherlich eine Rolle, was diese Generalaversion betrifft, dass die Linken eine Aversion gegen alles haben, was mit Religion zu tun hat. Ich behaupte, die Tatsache, dass sich ganz offensichtlich die Linken mit dem Islam erwärmen können, für den Islam erwärmen können, hat einen anderen Grund. Nämlich der Islam bzw. die massenhafte Zuwanderung von Muslimen nähert ihre und hilft ihre Multikulti-Vision realisieren. Man müsste in der Geschichte wahrscheinlich weit zurückgehen und dürfte nicht nur fragen, was ist das Verhältnis der Linken zum Islam, sondern überhaupt, was ist das Verhältnis der Deutschen zum Islam? Und da gäbe es ja literaturgeschichtlich, philosophiegeschichtlich, politikgeschichtlich einiges Interessantes zu analysieren, beginnend mit Lessings Nathan dem Weisen, fortgesetzt mit Goethes Gedichtsammlung Westöstlicher Divan, fortgesetzt mit Karl Mays Balkanbänden. Karl May war ein guter Kenner des Islam. Und dann natürlich auch, aber das unterliegt dann eher der Schweigespirale, die große Verehrung, die der Islam durch Hitler und Himmler erfahren hat. Und jetzt eben die 68er, die gerne nach Algerien, ein Josef Fischer, ein Joschka Fischer, 1967 gefahren sind zu anti-israelischen Kongressen mit der Zielsetzung, Israel muss ins Mittelmeer geschoben werden und so weiter. Aber gut, ich lasse das jetzt, ich habe die Zeit ausgereizt, die mir vorgegeben ist. Das eine oder andere können wir diskutieren. Können Sie beitragen, können Sie nachfragen. Mein Schlusswort ist, wir brauchen in Deutschland endlich eine ideologiekritische Auseinandersetzung. Mit allen Formen von Ideologien. Eine ideologiekritische Auseinandersetzung. Denn das, was Francis Fukuyama 1962 angekündigt hatte, ist nicht eingetroffen, als er meinte, dass mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme die liberale Ordnung weltweit gesiegt habe und sich alle Ideologien erschöpft hätten. Nein, der gute Mann liegt völlig daneben. Auch wenn er jetzt vor einigen Wochen in einem Interview wieder betont hat,
dass er an dieser These festhält, nur dass es ein bisschen länger dauert, hat er dazugefügt. Richtig lag 1992 schon ein anderer, nämlich Joachim Fest. Ich brauche nur einen Satz von ihm zu zitieren, dann wissen Sie, was er zu Recht meint. Zitat: Die vom Sozialismus gebundenen Bedürfnisse nach einer Daseinsbotschaft sind mit dessen Ende ziellos geworden und werden nicht lange damit warten, neue Uniformen anzulegen und unter neuen Fahnen zu neuen Fantasiereichen aufzubrechen. Ich glaube, unser naiver Humanitarismus ist ein solches Fantasiereich. Und es wird etwas zustande kommen, was noch viel früher, mitten hinein in die Auseinandersetzungen um die 68er, Karl Popper in einem Streitgespräch mit Herbert Marcuse zum Ausdruck brachte, als er Folgendes sagte: Von allen politischen Ideen ist der Versuch, die Menschen vollkommen oder glücklich zu machen, vielleicht am gefährlichsten. Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte noch stets die Hölle. Auch das gehört, glaube ich, mit dazu. Und vor allem müssen wir gerade in dieser Wohlfühllaune, in der wir uns befinden oder vermeintlich befinden, in die wir hinein kommentiert werden, uns deutlich machen, was die Bedrohungen von heute sind. Nicht mehr wie bis 1989 ein Sowjetkommunismus. Ganz zu schweigen davon, dass ein Putin in einer Art und Weise hochrüstet, dass man nur mit den Ohren wackeln kann. Und die Chinesen in einer Art und Weise hochrüsten, dass man es bei uns überhaupt nicht realisiert. Mit deutschen Großpackern werden Atolle aufgeschüttet, um das südchinesische Meer zu beherrschen. Und mit drei chinesischen Kreuzern fährt man durch den Ärmelkanal, um mit den Russen in der Ostsee Marinemanöver zu machen. Will man alles nicht machen. Aber damit wäre ich wieder eher beim Thema Bundeswehr und NATO und so weiter. Wir müssen uns klar machen, wovon wir bedroht sind. Von außen, aber vor allem von innen. Vom Nachlassen der biologischen Vitalität in diesem Lande, von einem überdehnten Werterelativismus, von Selbstzweifeln, ja, von einem Selbsthass und von einem überdehnten Toleranzverständnis. Ich hoffe, wir finden wieder ein Klima, wo man sagen kann, öffentlich sagen kann, Hypertoleranz ist der falsche Weg. Denn begegnen sich Toleranz und Intoleranz, siegt immer die Intoleranz. Danke fürs Zuhören.